Hi! Wo seid ihr? Dort? Hier. Ich habe hier gerade zwei Kamera im Winkel. Ich würde mal sagen, ich schalte euch dort aus und drehe dann dort drauf, weil das sieht scheiße aus. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdrim, zu einem nice kleinen Vlog-Dingens, Bummens, Zeugs. Ja, weshalb ich hier jetzt so sitze und diese Filmklappe hier höchst auffällig da rumsteht, ist der Grund, weil ich jetzt für euch hier mal ein kleines Thumbnail kreieren werde. Dachte, ich mache das mal so aus Spaß mal, damit ihr einmal seht, wie ich ein Thumbnail kreiere. So ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es da ein bisschen sehen. Und B, dass ich einfach mal ein Video habe für irgendwann. Hier habe ich schon mal eine richtig nice Farbe. So ein Misch. Pink, was ich mir mal rausgegriffen habe, parat. Thumbnails sind bei mir immer so ungefähr in der Größe, damit sie auch ranpassen und sie die richtige Größe haben. Und jetzt werde ich da mal ein bisschen was pinseln. Das ist so ein App, Let's Test. Ich kann ja ein bisschen dabei erzählen, damit es nicht allzu langweilig wird. So ein App, Let's Test. Ich bräuchte mal so ein beige, so ein hässliches Beige. Ja, das wird jetzt hier für ein Applets-Test ein Thumbnail. Da muss man dann einiges wieder wegradieren, wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Dauert halt manchmal auch seine ganze Weile. Ihr könnt mal vielleicht währenddessen raten, was das Endprodukt wird. Also für was das später ein Thumbnail werden soll. Vielleicht wissen es einige schon, weil sie die App selber schon gespielt haben. Die App gerade selber spielen und das App Let's Test erraten können. Ja, ist glaube ich gerade gar nicht so schwer. Also zumindest bei dem Dingens hier ist es nicht allzu schwer. Hopp, hier muss ich ein bisschen radieren. Mache das alles hier mit Paint, weil ja, habe einfach noch kein besseres Programm und ja, ich komme damit zurecht mit Paint. Das Malen ist sowieso Paint, wie es schon im Titel steht. Am besten, ja, ich weiß gar nicht, wie dieses Vlog hier nennen werde. Ja, ich mal das hier schön ordentlich aus. Kann man hier auch ein bisschen füllen. Sehr effektiv ist es nicht. Weil, ja, die Aushöhlfunktion. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich glaube, nein, habt ihr nicht gesehen. Seid zu weit weg. Das lässt halt einige Ränder, die ich hier halt auch wieder retuschieren muss. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Ja. Ist ein Teil von, wie hieß es nochmal, Spaß mit Apps hieß die Projekt Playlist. Ja, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf.
Ist ja auch egal, ob ich es richtig zeichne oder nicht. Am Ende soll es ja sowieso nur eine Darstellung sein. Hier sind so die Augen von dem Ding. Ich glaube, die meisten wissen jetzt schon Bescheid. Ich habe mir das gedacht, dass für diese Apps dann immer was so Kreatives, ja, halbwegs Kreatives, ich und kreativ, naja, was halb Kreatives zeichne. Ich koloriere das Ganze hier natürlich noch rot. Sorry, wenn es für euch jetzt ein wenig langweilig wird. Hui. Muss natürlich ordentlich ausgemalt sein. So, dann noch mit Braun hier ein bisschen drumherum. Den Beigebraun ein bisschen drumherum nachbessern. Damit es auch gut aussieht. So. Das sieht doch hübsch aus. Sieht es, glaube ich, so ein bisschen im Negativ. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Habe hier noch ein bisschen die Palette. Und dann noch so ein bisschen Schmutz dran. Mal zwischendurch mal speichern. Ihr könnt es bestimmt nicht lesen. So. Hier noch ein paar Dreckflecken. Ist immer gerne dreckig. So. Mache ich noch was Kleines dazu. So. Super. Jetzt hier noch mit einer dunkleren Farbe hier mal einen kleinen Akzent rein. Zack, zack, zack. Ihr seht ja dann das Endprodukt. Ja, ich finde es einigermaßen gut geraten für die Verhältnisse. Ich kann hier noch eine gelbe Dingens hier dazu malen. So, auswählen, zack, fertig. Speichern. Superb. Endprodukt. Ja, dann hoffe ich, euch hat das kleine Let's Draw oder wie wollen wir es nennen? Gefallen. Ein Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Däumchen nach unten. Haters gone hate. Ja, ist beides eine Art der Bewertung. Nehme ich euch nicht übel, wenn ihr es so findet. Freundlich wäre es, wenn ihr es begründen würdet in den Kommentaren. Schön wäre es, wenn ihr auch eure Kommentare zu dem, was dort geschehen ist, reinpackt in die Kommentare. Abo dalassen, wenn ihr neu auf der Kanalseite seid und euch durch das improvisierte Zeugs dort trotzdem angesprochen gefühlt habt und ein Zwergenfürst-Abonnent, ein Eglodim werden wollt. Garantiert kostenlos. Könnt ihr jetzt gleich hier in der Infobox, nein Quatsch, nicht in der Infobox, in der Endcard irgendwo hier draufklicken. Lohnt sich. Ihr verpasst nichts Neues. Ja, dann habt noch einen angenehmen frostigen Tag. Gehabt euch wohl, haut rinne.